Und so ist diese Hysterie entstanden und im Laufe der Zeit hat man immer mehr emotional entschieden und hat eigentlich völlig faktenfrei entschieden. Wirklich völlig faktenfrei. Und was vielleicht die Hauptursache war für diese Steigerung, das ist meiner Meinung nach eine toxische, eine giftige Mischung zwischen Medien und der Politik. Die Medien haben das Ganze vorangetrieben. Ich freue mich sehr, einen Mann vorzustellen, der in der Schweiz eigentlich nicht vorzustellen ist. Ich würde sagen, sein Bekanntheitsgrad ist nach bei Coca-Cola. Seine Beliebtheit nicht unähnlich. Ich würde sagen, viele haben ihn gern, einige hassen ihn. Aus Prinzip vielleicht auch. Einige, und vielleicht auch hier drin, finde ich spannend, sind sich vielleicht noch ein bisschen unschlüssig, wie jetzt wirklich einzuordnen ist. Altbundesrat, sehr, sehr erfolgreicher SVP-Präsident. Ich habe mir das irgendwo notiert. Ah nein, ich habe es bei den hinteren Fragen. SVP-Präsident von 1996 bis 2008. Die Bilanz, und das sehe ich jetzt so als Konkurrenzbetrieb an, 12 Kantonalparteien gegründet und 600 Sektionen gegründet. Ihr da vorne aufrecht, meine lieben Kollegen, ich hätte gern in 3 Jahren dasselbe Resultat. Im Wissen, dass er nicht der Präsident die Arbeit macht, sondern eben die anderen. Wenn Sie dann auf der Bühne sind, ich werde Sie fragen, ob ein Parteiwechsel vielleicht doch nicht völlig ausgeschlossen wäre, Herr Maurer. Zumindest als Berater könnten wir Ihr Know-how sicher sehr gut brauchen. Weiter will ich Sie nicht vorstellen, Herr Altbundesrat Ueli Maurer, ich freue mich sehr zum Referat. Mehr Corona bitte. Die Liebe der Politik zur Bevormundung. Ich bitte um einen großen Applaus. Altbundesrat Ueli Maurer. Guten Abend miteinander. Danke für die Einladung. Ich beginne meine Referate seit vielleicht 8 oder 10 Jahren, meistens mit der Bemerkung, dass wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, dass sie immer beginnen und sagen, man darf es nicht mehr laut sagen. Und dann kommen sie mit eigentlich Dingen, die völlig normal wären und man getraut sich nicht mehr, das laut und deutlich zu sagen. Das ist so meine Erfahrung der letzten Jahre. Und dieses Gefühl bei sehr vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern hat sich im Laufe der letzten Jahre noch massiv gesteigert. Es kam immer mehr. Und ich würde daher sagen, Corona mit dem ganzen Ende oder noch nicht Ende, das wir haben, kam nicht aus dem heiteren Himmel, sondern es ist eigentlich etwas, das sich im Laufe der Jahre entwickelt hat und jetzt mit Corona sichtbar geworden ist. Ich möchte versuchen, einmal zu schildern, wie ich Corona erlebt habe im Bundesrat, welche Reaktionen da waren und wie das weiter dann entstanden ist. In der Schweiz waren wir relativ lange zurückhaltend. Man hat gesagt, das ist in China, betrifft uns nicht und vielleicht ist es dann in Italien noch und in Ländern, die nicht ein so gutes Gesundheitssystem haben. Also die Schweiz war relativ lange zurückhaltend. Dann kamen erste Todesfälle, die gemeldet wurden und dann kam ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Vielleicht haben wir etwas verpasst, jetzt müssen wir auch. Man hat dann diese Taskforce gegründet und hat erste Maßnahmen entsprechend getroffen. Rund um uns herum war auch die Hölle los, sie haben das eigentlich auch miterlebt.
die Annahme, die der Bundesrat getroffen hat, und die ganze Schweiz war eigentlich, das ist ein Virus, der tödlich endet. Und wenn wir nicht wollen, dass die Bevölkerung stirbt, müssen wir Maßnahmen treffen, um die Bevölkerung zu retten. Das war die Analyse in den ersten Tagen und in den ersten Wochen. Und davon ist man eigentlich kaum mehr abgewichen. Das war so der rote Faden, der uns da begleitet hat. Sie haben dann das alles erlebt, man hat sich gesteigert. Bewegungseinschränkungen, Besuchsverbote, Versammlungsverbote, Lockdowns, Masken und so weiter, wir kennen das alles. Man hat sich quasi wöchentlich gesteigert. Jede Woche oder im Zwei-Wochen-Takt kam eine neue Maßnahme dazu. Sie haben ja das alles erlebt, ich auch. Und es ist eine Art Wettbewerb entstanden, so habe ich das empfunden im Bundesrat, auch zwischen den Ländern. Man hat gesagt, Deutschland hat das gemacht, Italien hat das gemacht, wir müssen auch. Und immer im Dialog, nicht Dialog mit den Medien, weshalb macht die Schweiz nicht und die ganze Welt macht etwas, nehmen Sie in Kauf, das hat man immer dann gefragt, dass Tausende von Leuten sterben. Das war so das Gefühl. Man hat dann die Tests eingeführt, die Grenzkontrollen, und in diesem Umfeld hat man dann immer mehr nach Impfung gerufen. Man hat gesagt, wenn wir impfen könnten, dann wäre das alles zu Ende, also brauchen wir dringend Impfstoff. Die Politik und die Medien haben also auch die Pharma unter Druck gesetzt und haben gesagt, weshalb kommt da nichts? Da werden Millionen und Milliarden verdient und erforscht und nicht einmal einen simplen Impfstoff haben sie. Das war so das Umfeld. Was ist passiert? Es ist etwas passiert, das typisch ist für solche Situationen, das wir immer wieder erleben. Man hat sich nur noch mit dem Worst Case befasst, mit dem schlimmsten Fall. Das war immer die Diskussion, auch in der Taskforce, die ja die Medienkonferenzen gemacht hat. Man hat gesagt, im schlimmsten Fall sterben 10.000 Leute, 20.000 Leute, die Welt geht sozusagen unter. Und wir müssen uns auf diesen schlimmsten Fall vorbereiten. Und dieses Szenario, die Beschäftigung mit dem schlimmsten Fall, das war in der Wissenschaft so, das war in der Medizin so, das war in den Medien so und das war natürlich auch in der Politik so. Und auch wieder typisch in dieser Situation, im hohen Tempo, hat sich so ein Cluster gebildet, der nicht mehr geöffnet wurde. Man hat mit Leuten zusammengearbeitet, die genau das geglaubt haben und die genau das vertreten haben. Man hat nicht mehr geöffnet und hat sich nicht mehr mit dem Umfeld befasst, das doch langsam kritischer wurde. Es gab immer mehr Leute, die kritisch waren, aber die Mehrheit hat das immer mitgetragen. Was war der Treiber für diese Situation? Ich glaube, es war einmal die Angst. Ich habe wirklich Leute gekannt, die haben Angst gehabt zu sterben. Meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Bern, im persönlichen Umfeld, man hat Angst gehabt, Angst zu sterben. Die Politik hat Angst gehabt, nichts zu machen und dann schuld zu sein, wenn es plötzlich doch auf die ganz negative Seite geht. Man trägt die Verantwortung, macht nicht und dann kommen diese Vorwürfe. Und so ist diese Hysterie entstanden. Und im Laufe der Zeit hat man immer mehr emotional entschieden und hat eigentlich völlig faktenfrei entschieden. Wirklich völlig faktenfrei. Und was vielleicht die Hauptursache war für diese Steigerung, das ist meiner Meinung nach eine toxische, eine giftige Mischung zwischen Medien und der Politik. Die Medien haben das Ganze vorangetrieben und wenn Sie wissen, wie die Medien arbeiten, Sie müssen jeden Tag eine neue Schlagzeile haben, jeden Abend in der Tagesschau eine neue Meldung. Und diese neue Meldung und diese neue Schlagzeile, die muss ja schlimmer sein als die vom Abend vorher. Und das hat sich gesteigert und die Politik ist hier mitgegangen und diese toxische Mischung, das ist etwas Unglaubliches. Aber es ist ja nicht nur bei Corona so, ich komme noch darauf zurück. Und die Medien haben sich immer mehr dann zum Schiedsrichter hochgespielt. Die Medien haben gesagt, das ist passiert und wir ordnen ein. Wir sagen, was Sache ist. Und was heißt das, die Medien? Meistens sind das relativ lebensunerfahrene junge Leute, die dann eine Beurteilung vornehmen. Aber sie ordnen ein. Und wenn ich jeweils in einem solchen Saal bin, dann könnte ich am Schluss sagen, wer die Tagesschau geschaut hat und sonst nichts.
die einseitige Information. Die Medien als Schiedsrichter, und damit ist etwas passiert, das meiner Meinung nach auch gravierend war, man hat dann eingeordnet. Entweder ist man auf der guten Seite oder man ist böse. Und dieses Moralisieren, nicht Moral, dieses Moralisieren war in diesem Ausmaß für mich neu. Die Medien moralisieren, du bist gut und du bist schlecht. Du hast dich geimpft, folglich bist du gut und du hast dich nicht geimpft. Und mit dieser Moralisierung kam auch das Wording. Man war dann plötzlich Corona-Leugner, man war Impfgegner und das waren die Totschlagargumente. Mit Worten hat man dieses Negative noch zusätzlich unterstrichen. Das war ja nicht nur die Politik. Sie haben das sicher auch in ihrem Umfeld erlebt. Nachbarn, die geimpft waren, dann wurde man geächtet. Kinder durften nicht miteinander spielen, ohnehin nicht. Aber es gab auch diese Spaltung in der Gesellschaft. Man glaubte daran oder man glaubte nicht daran. Und in der Tendenz wollen die Leute natürlich zu den Guten gehören. Sie wollen nicht zu den Schlechten gehören, sie wollen zu den Guten gehören. Und das hat dazu geführt, dass die kritischen Stimmen immer mehr untergegangen sind. Ich habe mich manchmal dann an das Lied von Mani Matter erinnert. Ich habe ein Zundhölzli anzündet und das hätte Flammen gegeben. Und Mani Matter beschreibt ja in seinem Lied, wie ein Weltkrieg entsteht, wegen diesem Zundhölzchen, das auf den Boden fällt und das Haus in Brand steckt. Und etwa so hat man gelebt. Man hat Angst gehabt, es kommt etwas. Und man hat sich das Schlimmste ausgemalt, was es überhaupt gibt. Was man festhalten muss, alles, was der Bundesrat entschieden hat, wurde mit den Kantonen und mit den Parteien vernehmlasst. Also jeder Verordnungsentwurf, alles ging zu den Kantonen und in der Regel haben 24 von 26 Kantonen dem zugestimmt. Alle Verordnungen sind vom Parlament beschlossen worden und das Parlament haben sie mitgewählt. Es gab zwei Referendumsabstimmungen, die die Befürworter gewonnen haben, also nicht sie, die Kritischen. Und auch die Parteien waren eingeladen. Auch Notrecht, das man jetzt im Nachhinein kritisiert, wir haben ja keine Verfassungsgerichtsbarkeit, wurde vom Parlament ausdrücklich genehmigt. Und wenn Sie keine Gerichtsbarkeit haben, entscheidet die Politik, wie die Verfassung zu interpretieren ist. Also man kann jetzt im Nachhinein sich beklagen, aber wenn man zurückblickt, wurden die demokratischen Prozesse eingehalten. Aber natürlich hatten alle Angst. Natürlich sind alle unter diesem Damoklesschwert gestanden und im Rahmen dieser Moralisierung wollten sie zu den Guten gehören. Was etwas neu war bei Corona, war die Geschwindigkeit im Vergleich zu anderen Krisen, die wir schon erlebt haben. Das ist auf neue Technologien zurückzuführen, soziale Medien, die das viel schneller produzieren, die Kraft der Bilder, und man hat ja nur negative Bilder gesehen, die gar nie dort passiert sind, aber sie wurden so kolportiert und das hat zu dieser Steigerung geführt. Jetzt habe ich gesagt, Corona ist eigentlich nur ein Ereignis im Rahmen einer Entwicklung, in der die Schweiz steht, oder nicht nur die Schweiz, sondern auch Europa. Es gab die Klimakrise. Und Sie erinnern sich, die ganze Welt ist dieser jungen Frau aus Schweden nachgelaufen, dieser Greta. Das war ein, verglichen mit Jesus oder ich weiß nicht was. Sie haben dort das Gleiche erlebt, man hat sich in etwas gesteigert, man hat das gemacht, man ist gut, wenn man an diese Klima glaubt, wenn man diese Greta unterstützt und man ist schlecht, wenn man kritische Fragen stellt. Also was wir bei Corona erlebt haben, liegt offenbar in der menschlichen Wahrnehmung. Sie haben jetzt ein anderes Problem, weil wir Gäste aus Deutschland haben. Wenn Sie in Deutschland nicht linksextrem sind, sind Sie rechtsextrem. Und wenn Sie rechtsextrem sind, sind Sie Nazi und Sie sind ein Antidemokrat. Das ist genau ein gleiches Muster. Man erzählt etwas, man forciert dann das und dann wird aussortiert, dann wird moralisiert in Gut und Böse. Und das ist das Gefährliche an dieser Entwicklung. Das war das Gefährliche an Corona. Eben diese Trends, die kennen wir ja. Man darf nicht mehr sagen, was man denkt.
da kommt mir dann jeweils die Geschichte von Hans Christian Andersen in den Sinn, der schwedische Volksdichter, Sie kennen sie vielleicht, der Kaiser mit den neuen Kleidern. Der Kaiser glaubt, er hätte neue Kleider, posiert auf der Straße, aber er ist völlig nackt. Und das ganze Volk steht dort und applaudiert und niemand getraut sich zu sagen, der Kaiser sei nackt. Und in der Geschichte sagt das dann ein kleiner Junge. Und diese Situation, die haben wir zunehmend in unserer Demokratie. Wir hatten sie bei Corona, wir hatten sie bei der Klimasituation. Eigentlich spürt man, dass da etwas nicht stimmt. Und dann sagt man das und sofort wird man aussortiert, auf die Seite gestellt, wird ein Leugner, ein Nazi, ein Rechtsextremist, weiß nicht was, mit allen negativen Wordings wird man dann bedient. Das ist das Gefährliche. Das war das Gefährliche an Corona. Und wenn man sich jetzt überlegt, wo dürfen dann Leute nicht mehr sagen, was sie denken? Dann sind das doch diktatorische Regierungen. Und wir kennen das aus der Geschichte, zum Beispiel aus dem Kommunismus. Wir kennen das aus anderen Orten. Jetzt bin ich überhaupt nicht so weit, dass ich sage, wir sind auf dem Weg in Kommunismus. Aber das ist die gefährliche Entwicklung, wenn dem Volk quasi verboten wird, etwas zu denken. Wenn dem Volk verboten wird, etwas zu sagen. Es kann ja jeder seinen Mist dazugeben und seinen Senf. Ist ja notwendig. Aber wenn das nicht mehr möglich ist, das war das Gefährliche an Corona. Und auf das muss man entsprechend auch aufpassen. Wenn man diesen Trend, das Reden, das Denken verbieten, etwas analysiert, dann kommen mir eigentlich doch mehrheitlich linke Regierungen in den Sinn. Aus der Geschichte, die das massiv gemacht haben. Sie können jetzt Mao nehmen, Sie können Lenin nehmen, Sie können Russland nehmen, Sie können China nehmen. Diktatorische Regierungen verbieten das Denken und die sind meistens links. Und ich denke schon aus meiner persönlichen Überzeugung, die Schweiz ist nicht links, aber sie ist auf dem Weg dazu, die Werte zu verleugnen. Und die Werte sind Demokratie, die Leute das entsprechend mitsprechen dürfen. Was kann man jetzt tun in einer solchen Situation? Ich glaube, es braucht ganz viele Leute, die sich das bewusst sind und die sich dagegen zur Wehr setzen und die den Mut haben, das auch immer wieder zu sagen. Immer und immer wieder. Daher begrüße ich Organisationen wie Aufrecht. Nur dürfen sie nicht Einzelkämpfer werden. Es braucht den Verbund der bürgerlichen Kräfte, um das zu korrigieren. Wenn wir jetzt noch einmal zurückkommen auf Corona, was ist jetzt zu tun, um Corona vielleicht noch zu korrigieren? Zum einen muss das Ganze aufgearbeitet werden. Aufarbeiten heißt nicht nur die Regierung, heißt nicht nur das Parlament, sondern aufarbeiten heißt auch die Medien. Die Medien haben zu definieren. Wenn die Medien wirklich die vierte Kraft im Staat sein wollen, dann müssen sie kritisch hinterfragen und müssen sich einmischen. Und wenn Sie sich erinnern, wenn der Blick als größte Zeitung der Schweiz, Ringier Verlag, mit der Regierung zusammenarbeitet, wo passiert das? Auch in Diktatoren? Aber doch nicht in der Schweiz. Also Aufarbeitung, was ist falsch gelaufen, was muss man korrigieren? In der Politik, bei den Medien, bei der Wissenschaft und in der Medizin. Da hat man nicht gründlich genug hingeschaut. Ist vielleicht auch erklärbar. Man war unter Stress, man hatte Angst, man hat Urteile rasch fällen müssen und das muss aufgearbeitet werden. Weshalb ist das passiert? Was muss an den Prozessen geändert werden, dass das nicht passiert? Diese Aufarbeitung ist nötig und dann bleibt hier ein großes Problem. Das ist die Frage der Impfschäden aus meiner Sicht. Wir haben diesen neuen Impfstoff, der ganz offensichtlich größere Schäden angerichtet hat, als man wahrhaben will. Und es geht hier darum, eine rechtliche Grundlage zu schaffen, dass diese Leute auch entsprechend geschützt werden können oder entschädigt werden können. Und das ist dann auch die Frage.
Zu dieser Aufarbeitung gehört es auch, die Rolle von Swissmedic zu hinterfragen. Swissmedic bewilligt... Swissmedic bewilligt ja die Zulassung der Medikamente. Und ganz offensichtlich, was jetzt eigentlich erst in den letzten Monaten so sichtbar geworden ist, Swissmedic hat ganz viele Sponsoren aus dem Pharmabereich. Wenn wir wollen, dass wir wirklich Medikamente haben, auf die wir uns verlassen können, dann muss diese Linie gekappt werden, schlicht und einfach. Das Zweite, was jetzt gemacht werden muss, das trifft uns dann alle. Die Schulden, die wir gemacht haben, müssen abgebaut werden. Wir haben rund 30.000 Millionen Schulden. Und die müssen zusammengespart werden, weil die Fehler müssen noch ein bisschen wehtun, die wir gemacht haben. Es geht nicht jetzt einfach wieder neue Kredite zu sprechen, trifft uns dann alle. Aber ich glaube immer, wenn man den Preis für einen Fehler zahlt, macht man ihn nächstes Mal nicht mehr oder nicht ganz gleich. Also wir müssen darauf bestehen, dass jetzt auch gespart wird, um diese Schulden abzubauen. Es trifft dann leider alle, aber es ist auch ein Lehrplatz für alle. Das muss ein bisschen wehtun. Was man sich weiter überlegen muss, ist ein Finanzreferendum in der Verfassung. Ich bin überzeugt, wenn zu jedem Entscheid, der gefällt wurde, auch ein Finanzreferendum möglich gewesen wäre, wenn also die Leute über einen Betrag hätten abstimmen müssen, über 10 Milliarden, über 15 Milliarden, hätte das vielleicht geblockt. Ein Referendum nur über eine Verordnung war nicht so attraktiv und nicht so gut verständlich. Also ein Finanzreferendum, das müssten wir uns grundsätzlich überlegen. Und was ebenfalls wichtig ist, unser Land braucht eine möglichst hohe Unabhängigkeit von ausländischen Einflüssen. Was wir selbst entscheiden können. Was wir selbst entscheiden können, müssen wir selbst entscheiden. Es stehen jetzt dann große Herausforderungen an. Das nächste ist dieser WHO-Vertrag. Wenn wir Glück haben, kriegen wir den noch raus. Aber das braucht also noch einige Anstrengungen und einigen Druck auf die Politik. Das nächste ist nachher ein Rahmenvertrag mit der EU, eigentlich ein Unterwerfungsvertrag mit der EU. Und überall dort, wo wir selbst entscheiden können, müssen wir selbst entscheiden. Vielleicht haben wir einmal einen kleinen Nachteil, aber in der Summe werden wir immer Vorteile haben, wenn wir selbst entscheiden. Das zwingt uns dann auch, uns... Das zwingt uns dann auch, uns mit der Materie auseinanderzusetzen. Wenn wir bestimmen, was ist und nicht, dass in Bern entschieden wird und wir sagen nachher, wir dürfen es nicht mehr laut sagen. Also es braucht viel mehr Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, das ist letztlich das Rezept für die Demokratie. Zusammengefasst, Corona ist ein Lehrbuchbeispiel, wie man es nicht machen darf. Schlicht und einfach. Ich möchte aber nicht irgendwie Vorwürfe verteilen. Ich war ja selbst immer täglich in diesem Dreh. Man hat damals versucht, das Beste zu machen. Und der Volksmund sagt ja, das Gute ist manchmal das Gegenteil von gut. Und in diesem Fall hat man versucht, Gutes zu tun und hat sich verloren und hat eigentlich das Gegenteil erreicht. Und hier braucht es mehr kritische Beurteilung. Und eben wenn Sie an den Kaiser mit den neuen Kleidern denken, es braucht noch viel mehr Leute, die sich einmischen und sagen, so geht das nicht. Das ist so meine Lehre. Und jetzt müssen wir vorwärts schauen und diese Fehler, die gemacht wurden, korrigieren und möglichst Prozesse in unseren Papieren, Verfassung und Gesetzen so regeln, dass das nicht mehr gleich passieren kann. Vielleicht passiert nächstes Mal etwas Schlimmeres, aber denken Sie daran, wir sind in einer Dynamik. Es entsteht etwas, dann kommen die Medien, diese toxische Mischung Medien und Politik, dann steigert man sich in etwas hinein und aus dem heraus kommt man fast nicht mehr. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank. Hallo, hallo. Ganz herzlichen Dank, Ueli Maurer.
große Einigkeit, als ich da unten gesessen habe und zugehört habe, hat mich extrem gefreut. Ich habe auch ein paar Notizen gemacht und dann überlegt, was kann ich jetzt fragen und was ist viel spannender dann an einem Podiumsgespräch. Und eigentlich wollen wir keine offenen Fragen hier, aber ich habe zwei, drei ganz spezifische natürlich für Sie. Sie kennen vermutlich ein bisschen die Herkunft dieses Publikums. All das, was Sie jetzt eigentlich, für das, was Sie gesprochen haben, das haben die meisten hier drin die letzten 3 Jahre gelebt. Sie haben sich gewehrt, sie haben nicht mitgemacht, sie haben selber gedacht und wurden ausgegrenzt. Und jetzt kommt ein Bundesrat auf die Bühne, ein Altbundesrat, und sagt eigentlich, ihr hattet recht. Dann kommt zuerst mal eine Riesendankbarkeit, dass sie diesen Schritt machen. Und dann plötzlich gibt es sich auch Stimmen, die sagen, ja, Herr Murer, jetzt ist es einfach. Jetzt ist die Krise vorbei. Jetzt ist es einfach zu kritisieren. Wo waren Sie als Bundesrat? Warum sind Sie nicht aufgestanden? Ich behaupte, ich habe 1, 2, 3 kleine Andeutungen gesehen. Ich lasse Sie gerne mal sprechen. Ja, also der Bundesrat ist ja ein demokratisches Gremium, das entscheidet. Und die Mehrheit, dieser Entscheid der Mehrheit, der muss nachher vertreten werden. Wir kennen ja diese demokratischen Prozesse rund um die Uhr überall. Man verliert einmal, aber nachher ist das umzusetzen, was die Mehrheit beschlossen hat. Das ist auch im Bundesrat natürlich so. Und es gehört sich eigentlich nicht, dass nach jeder Bundesratssitzung jeder kommt und sagt, da und dort und da hätte ich eine andere Meinung gehabt. Wenn Sie das machen würden, dann hätten Sie nach jeder Bundesratssitzung 20 oder 10 Geschäfte, wo der Bundesrat eigentlich unterschiedlich diskutiert hat und irgendjemand hat gewonnen und hat verloren. Eine solche Regierung, die wird aufgerieben, die funktioniert nicht in unserem System der Konkordanz ohnehin. Ich habe mir auch überlegt im Laufe dieser Zeit, ob ich nicht zurücktreten soll, ob ich das alles mittragen kann. Die Reaktion wäre gewesen, dass man 2 Tage geschrieben hätte und gesagt, Maurer auch nicht mehr zu retten, definitiv im Lager der Schwurbler, und man wäre zum Alltag übergegangen. Und ich habe mir immer überlegt, wenn ich jede Woche versuche, das Schlimmste zu verhindern, Anträge zu stellen und etwas zu reduzieren, dann kann ich mehr erreichen fürs Ganze. Und ich würde jetzt relativ unbescheiden sagen, wenn die Schweiz in vielen Bereichen weniger weit gegangen ist als unsere Nachbarländer, wir waren ja etwas liberaler in vielen, dann ist das auch ein bisschen mein Verdienst, weil ich eigentlich an jeder Sitzung Gegensteuer gegeben habe. Aber das ist so, befriedigt mich auch nicht immer. Aber. Danke vielmals. Die Frage kam auf in der Community. Würden Sie sich auch persönlich entschuldigen, dass Sie dabei waren bei diesen Entscheidungen? Ja, natürlich haben wir Fehler gemacht oder hat der Bundesrat Fehler gemacht, aber eine pauschale Entschuldigung für alles bringt ja auch nichts. Man muss aus den Fehlern lernen und wenn jemand absichtlich etwas falsch macht, böswillig etwas falsch macht, dann ist eine klare Entschuldigung notwendig. Wenn Fehler passieren im guten Glauben, es sei etwas schiefgegangen, hat eine Entschuldigung nicht den gleichen Charakter. Aber mir tut es schon auch leid, dass wir so weit gegangen sind, logischerweise. Aber wissen Sie, es bringt jetzt auch nicht, wenn ich hier den Knicks mache. Wir haben das gemacht, es wurde so mehrheitlich entschieden und in sämtlichen Gremien, ich habe das gesagt, wurde das alles mitgetragen. Die Kantone, die Parteien, das Parlament, der Nationalrat, der Ständerat, alle haben das mitgetragen und auch das Volk. Das Volk hat immerhin 2-mal ein Referendum abgelehnt, das von ihnen ergriffen wurde. Und man hat auch hier am Schluss die demokratischen Entscheide zu akzeptieren, ob sie uns passen oder nicht. Ich nütze jetzt die Chance in dieser positiven Atmosphäre. Aber ich kann mich ja nicht für andere entschuldigen. Ich kann mich ja nur für meine Handlungen entschuldigen. Und ich kann mich umso einfacher entschuldigen, wenn ich es ja nicht extra gemacht habe. Also wenn ich ja den Wein ausschütte auf des Nachbarns Hemd, dann mache ich es nicht extra, aber ich entschuldige mich. Ich frage noch einmal, weil ich weiß, Sie holen Punkte hier drin, wenn Sie es nur, dass Sie dabei gewesen sind, oder sagen Sie, Sie haben es richtig gemacht. Haben Sie
Sind Sie nur gescheitert, zu wenig Gegendruck zu geben, oder waren Sie Teil des Teams? Ja, wenn Sie 7 haben in einem Gremium und einer oder zwei anderer Meinung sind, dann verlieren Sie in Gottes Namen. Das ist nun einfach einmal so. Und ich habe, wenn ich zurückdenke, ich habe in etwa 80% aller Fälle einen schriftlich anderen Antrag eingereicht. Und jetzt muss ich mich ja nicht entschuldigen, dass ich anderer Meinung war. Ich könnte mich höchstens entschuldigen, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen nicht so mit Daumenschrauben zu meinem Entscheid gebracht habe. Aber in einer Demokratie, ja, lebt man von Mehrheitsentscheiden und der Diskussion. Und die Diskussion hat immer stattgefunden, das muss man einfach sagen. Okay, dann danke ich auf jeden Fall für diesen Einsatz, dass Sie sich auch nicht entschuldigen müssen. Aber, ja. So schnell lasse ich hier nicht raus. Andere Stimmen, und jetzt komme ich als Aufrechter, oder? Wir haben uns in dieser Zeit gefunden, als ich nenne es mal Widerstand, als freiheitsliebende Menschen, die die Fehler im Nachgang, muss ich sagen, erkannt haben und dagegen gesteuert haben. Meine erste Aktion war, Ihrer Partei beizutreten. Also ich bin ja dann zuerst der SVP beigetreten, bis mich die SVP dann auf die Seite geschoben hat. Und jetzt mal parteipolitisch, Sie sind ja Stratege, Sie waren Präsident, ist es natürlich als Aufrechte oder als eine dieser vielen Bürgerbewegungen, die da entstanden sind, ein bisschen schwierig mit anzusehen, wie die SVP jetzt sehr, sehr generell, die sehr vieles sehr explizit mitgetragen hat, die offensichtlich waren Sie auch in der SVP, in der Minderheit, oftmals, von Ihrer Einstellung, wenn ich Ihnen zuhöre, und dann Leute in Regierungen, wie eine, ich nenne sie beim Namen, Nathalie Rickli, wie ein Schneck in Bern, radikale Befürworter waren von stärkeren Maßnahmen und sich auch persönlich geäußert haben, dass Menschen wie ich, und ich fühle mich persönlich angesprochen, beim Spital außen vorgelassen werden sollen. Und jetzt sind Sie der Quotenmann der SVP, um all diese versprengten Abtrünnigen wieder einzusammeln. Sie sind nicht der Einzige, es gibt zwei, es gibt gute Leute in der SVP. Das liegt so in der Luft. Ja, also am Anfang war in unserer Partei der Widerstand gegen mich sehr groß. Ich war am Anfang fast der Einzige in den Fraktionssitzungen. Am Schluss, würde ich sagen, war es großmehrheitlich, waren Sie dieser Meinung. Aber wir haben natürlich, Sie kennen diese Namen aus den Medien, auch Gesundheitsdirektoren, Regierungsräte in den Kantonen, die bis am Schluss noch mehr gefordert haben, die vor den Sitzungen telefoniert haben und gesagt, ihr müsst mehr beschließen, geht bei uns nicht, das haben wir auch. Aber das zeigt auch, dass in einer Partei eine Diskussion stattfinden muss. Also mir wäre es nicht wohl, wenn alle nur nicken würden und alle gleicher Meinung sind. Eine Partei braucht eine Diskussion. Das ist einfach so. Und wenn ich mir das erlauben darf, wir haben jetzt Aufrecht, wir haben Maßvoll, wir haben die Freunde der Verfassung, Organisationen, die dieser Zeit entstanden sind. Sie werden einfach nicht ernst genommen oder noch nicht wahrgenommen. Oder wir müssen einfach schauen, die Schweiz, ich habe versucht, das zu sagen, ist in einem schlechteren Zustand als vor Jahren. Wir rutschen auf die falsche Seite und wir können das nur stoppen, wenn wir alle bürgerlichen Kräfte sammeln. Das heißt, getrennt marschieren, aber vereint schlagen. Sehr gut. Ich habe Ihnen sehr genau zugehört. Sie haben gesagt, es war alles demokratisch, es war im Prinzip alles korrekt. Die demokratischen Prozesse wurden eingehalten, aus juristischer Sicht, wie Sie das auch formuliert haben. Kann ich, glaube ich, nicht widersprechen. Wäre jetzt einfach hier das Argument, es ist halt wichtig, dann eben die Organisationen zu stärken, die eine klare Linie haben, die eben aufrecht bleiben. Und bei vielen Themen sind wir natürlich auch gleicher Meinung. Aber ich danke ganz, ganz herzlich, dass Sie hier diese ehrlichen Worte gesagt haben und dass Sie gekommen sind. Sie sind nur einer von 7, der das macht und der das tut. Ganz herzlichen Dank, Herr Monsagnur. Danke vielmals. Gut. Mich persönlich hat er überzeugt. Ich hoffe, gewisse können verzeihen, andere sind einverstanden. Und das ist mir persönlich vielleicht schon noch ein Anliegen hier zum Schluss. Ich glaube auch wir, wenn ich jetzt dieses Wir sagen darf, ich bin ja nicht ihr, jeder ist ein einzelner Mensch. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig und ich spüre oft auch diese Tendenz von Schwarz und Weiß.
Wir fühlen uns jetzt als die Weißen und wer nicht perfekt genauso rechtzeitig sich gewehrt hat, wer sich nicht auch nicht geimpft hat, wer irgendetwas ist, der gehört dann zu den Bösen oder ist ein Gatekeeper. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir konstruktiv sind, dass wir, wie er gesagt hat, aufeinander zugehen und eben nicht alle, die nicht genauso sind wie wir, sind die Bösen und die bekämpfen wir, weil genau dann bleiben wir eine ganz kleine Minderheit. Wir müssen Mehrheiten finden, wir müssen aktiv sein und wir müssen es schaffen, auch in diesem so fehlerhaften demokratischen Prozess eben dann erfolgreich zu sein und Mehrheiten schaffen. Und das schaffen wir nicht mit extremen Positionen. Das ist mir ganz persönlich ein Anliegen, eben auch als neu gewählter Präsident von Aufrecht. Applaus